Berlins alter Flugplatz Tempelhof. Hier wird ein neues Flüchtlingslager gebaut. Es ist eines von 23 Containerdörfern, die in der Hauptstadt geplant sind, um Migranten aus Notunterkünften herauszuholen. Im Stadtteil Lichtenberg sind die Containerdörfer bereits im Einsatz. Hier wohnen 250 Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, dem Irak, Iran und Afghanistan. Alan Chaiko teilt seinen Container mit drei anderen Syrern. Bevor sie im Januar hierher kamen, wohnten sie über ein Jahr lang in einer Turnhalle. Das ist mein Zimmer, das ist mein Bett und das ist, muss ich schauen, und das ist mein Badezimmer. Man sagte ihnen, dass sie bis zu 3 Jahren hier leben könnten. Sie gehören zu den 70.000 Flüchtlingen, die seit 2015 nach Berlin gekommen sind. Am Anfang war ich ein bisschen schüchtern. Ich habe mich unwohl gefühlt. Aber die Mitarbeiter haben uns sehr geholfen. Zum Beispiel, als wir Briefe bekommen haben, haben sie uns alles erklärt. Aber an einem Ort so weit weg von der Stadt kann ich nicht 3 Jahre lang leben. In Berlin eine Wohnung finden, das ist schwierig. Immer mehr Menschen zieht es hierher. Es herrscht Wohnungsmangel. Sascha Langenbach vom Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gibt zu, dass die Container nicht ideal sind. Aber er sagt, sie seien eine echte Verbesserung. Ja, 8 Uhr. Ja, genau. Es gibt Menschen, die haben in Turnhallen gelebt. Die haben ein Jahr keinen Lichtschalter bedient. Wichtig ist, dass sie hier die Chance haben, eine Tür zuzumachen und beispielsweise ihre Deutschhausaufgaben zu machen. Das ist in der Turnhalle mit 200 anderen Männern extrem schwer. Ja, gibt Menschen, die erwarten sich was anderes. Stimmt, haben wir im Moment nicht. Das ist quasi erstmal eine Brücke hin zu den nächsten Schritten. Die Containerhäuser sind umstritten, vor allem die auf dem Tempelhofer Feld. Vor 3 Jahren stimmten die Berliner in einem Referendum dafür, das Gelände grün zu belassen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Esther Witt mit ihrer Bürgerinitiative gegen die Container ist. Das ist immer noch ein Massenlager von über 1000 Leuten, die da zusammenhängen. Es ist immer noch sehr isoliert, nicht in einem Kiez integriert. Und das gerade hier zu machen, auf dem Tempelhofer Feld, wo die Bürger abgestimmt haben, dass das frei bleiben soll, ist für uns eine ganz klare Bauvorbereitung und dient eigentlich nicht wirklich den Geflüchteten. Vielleicht ist es nur eine kurzfristige Lösung. Allerdings wird sie die Stadt Berlin voraussichtlich um die 17 Millionen Euro in den nächsten 2,5 Jahren kosten. Danach, sagen die Behörden, werden sie die Container entfernen und das Tempelhofer Feld den Berlinern zurückgeben. Was dann mit den dort lebenden Flüchtlingen passiert, ist unklar.